When only the real thing is good enough, ist der Slogan der Firma Mellotron. Und von Mellotron steht jetzt neben mir Markus Resch. Hi Markus. Hallo. Hallo. Bei dem Namen Mellotron schnalzen ja viele Kenner gleich mal mit der Zunge. Ihr seid hier das erste Mal vertreten auf der Musikmesse. Was stellt ihr denn hier vor? Ja, erstmal haben wir ein Originalteil aus den 70ern, von 73. Es ist mit Bändern und mit Tonköpfen, 35 Bänder und 35 Tonköpfe, die die Sounds abspielen. Das hier, es ist ja das Gerät, was benutzt worden ist von Led Zeppelin und von Genesis und Yes und die ganzen Leute in den 70ern. Das Vorgängermodell davor wurde ja von Beatles und von Rolling Stones und ja, alle möglichen Leuten benutzt. Das war ein größeres Teil, das hier ist das ist die in Anführungszeichen kleinere Variante. Und wenn man hier schauen will, ist es hier unter dieser Klaviatur verbergen sich die Bänder, so, da sieht man, es sind 35 Bänder hier und 35 Tonköpfe hier unten drunter. Jedes Band hat drei Spuren, drei Klänge, also zum Beispiel Flöte, Streicher, Cello, und man geht zwischen diesen drei Spuren mit diesem Wahlschalter. Der Tonkopf ist Mono, spielt jede Spur also separat wird abgespielt sozusagen. Und diese Bänder sitzen in einer Kassette, die man rausnehmen kann. Mhm. So, man kann ein beliebig großes Archiv haben. Tangerine Dream hatte zum Beispiel 30 solche Kassetten, also mit Oboe und Soundeffekten und was, da Henker was alles. Und eigene Custom Soundeffekte und so Synthesizer Soundeffekte, die nicht so leicht live kreierbar waren. Ja. Und dann haben sie das auf Mellotonband draufgespielt, um das leichter abspielen zu können. Kraftwerk hat ja das auch benutzt für Trans Europe Express und Radioactive zum Beispiel, und diese sind halt sehr beliebte Sounds. Jetzt, wenn man das Glück hat, so ein klassisches Gerät zu besitzen, wie bindet man das denn am besten im Studio ein? Mikrofoniert man das ab? Hat es eigene Lautsprecher? Was für Ausgänge hat das? Haben wir das nicht. Das hier hat einen Direktausgang. Ich empfehle immer Leuten zu probieren mit einem Fender Twin Reverb zum Beispiel. Es hat einen 12 Zoll Lautsprecher, das Fender Twin, und da kann man einen sehr ähnlichen Sound mit diesen älteren Geräten bekommen, weil die älteren Geräte hatten eingebaute 12-Zoll-Lautsprecher, die größeren, die doppelten. Und, aber sonst, man kann es auch direkt zum Mischpult anschließen, da muss man ein bisschen mehr mit dem Sound arbeiten, um vielleicht den Sound zu erhalten, den man von früher erkennt, sozusagen. Das ist öfter ein bisschen mehr eine Tüftelei, sozusagen. Aber man ist direkt, auch ohne jegliche, wenn man ein Originalteil hat, dann ist auch ein neues, was ich herstelle, das Mark VI Mellotron, was nach demselben Prinzip arbeitet, ist man schon zu 80% da, wenn man es nur im direkten Mischpult anschließt, sozusagen. Jetzt hast du vorhin von einem riesigen Soundarchiv gesprochen, das man für das klassische Gerät auch sich ansammeln kann. Ja. Ihr stellt aber auch ein weiteres Gerät hier vor, das schon mit einem riesigen Sammelsurium an klassischen Mellotron-Sounds ausgestattet wurde. Und wenn ich mir hier so das Interface anschaue, sieht etwas moderner aus. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Genau, das hier ist die digitale Version, die gerade jetzt rauskommt. Das erste Prototyp mit dem neuen kleineren Kabinett. Und dieses Gerät wird 100 von diesen Sounds enthalten in der Grundausführung. Dann wird man noch eine Expansionskarte dazu reinschieben können mit nochmal 200 Sounds. Dann hat man im Prinzip die ganze Bibliothek von Mellotron, Chamberlain, Optigon, Orchestron und Chilton Talent Maker sogar mit Rhythmus-Loops und alles, was dazugehört sozusagen. Okay, und das sind wirklich die klassischen Sounds, die ihr vom Band aufgenommen habt? Genau, wir haben alle Originalbänder, wir haben die Spezialflöte, die Paul McCartney und Wings eingespielt hat. Wie gesagt, die Soundeffekte von Tangerine Dream, Soundeffekte von Black Sabbath und alle möglichen Leute, die das benutzt haben. Und dann natürlich auch die Originalaufnahmen von dem Cello und alles Mögliche. So, wenn wir hier einen Ton hier aufspielen von hier, das muss ich mal finden, das Klarinett zum Beispiel. Das hier ist eine Aufnahme von 1956 aus den USA vom Bass Clarinet.
Das war mal ein Musiker von der Lawrence Welk Orchestra, was eine sehr berühmte Big Band Orchester war in den 40ern und 50ern in den USA. Das wurde in Kalifornien eingespielt in einem kleinen Radiostudio, aber mit hochwertigen Geräten, mit einem Neumann U47 direkt in einem Ampex Vollspuren Bandgerät. So die Qualität klingt wie neu, also es ist eine sehr, sehr hohe Tonqualität, aber dennoch mit diesem alten Gefühl, dieser alten, sehr hochwertigen Instrumente, die man benutzt hat. Die Mellotron-Sounds sind erstaunlicherweise, haben nicht diese, wie soll man sagen, Hi-Fi-Eigenschaften. Ja, natürlich. Sie haben einen etwas anderen Charakter, weil die wurden in einem, einem professionellen, in Anführungszeichen, Studio eingespielt, aber es ging halt dann über etwas komplizierte Signalwege. Das hier ist sehr rein und sauber eingespielt. Und wenn ich jetzt damit den klassischen Strawberry Fields Forever Sound herstellen möchte, geht das? Kannst du das mal kurz zeigen? Hier sind wir jetzt bei Mark II, bei der Mark II Flöte. Ich kann das leider nicht spielen, aber das ist genau die Flöte, die die Beatles benutzt haben. Sehr schön. Was wird das edle Teil denn kosten, wenn es mal erhältlich ist? Das hier wird 1800 Dollar kosten. Hier in Deutschland wird es vertrieben und da wird es ungefähr bei 1800, 1900 Euro landen, so ungefähr. Aber da kann man es direkt in den Musikhandel, ist es direkt dort erhältlich. In der Rest der Welt kauft man von mellotron.com direkt ein. Und die Features, die es noch hier hat, sind entsprechend genau dem Original. Man hat Pitch, weil das Strawberry Fields wurde etwas runtergetuned eingespielt. Okay. Und dann hat man einen Mix, eine Mixmöglichkeit, dass man hier zum Beispiel in diesem Fall mit diesen zwei Sounds einen Mix zwischen Flöte, Klarinette stufenlos einstellen kann. Und das gibt es noch die extra Funktion hier, dass man eine Oktave runtergehen kann, was sehr einen sehr speziellen Effekt hat. Genau wie wenn man in den 60er Jahren haben die oft mit halber Geschwindigkeit Sounds eingespielt. Nur die Blues hatten einen Half-Speed-Brass, der in der halben Geschwindigkeit eingespielt wurde, für die speziell gemacht. Aber das kann man hier mit allen Sounds sozusagen machen. Ja. Markus, vielen Dank, dass es von der Firma Mellotron Neuigkeiten gibt. Wird sicherlich viele Leute freuen. Ich wünsche sehr viel Erfolg damit und freue mich auch drauf, dich vielleicht nächstes Jahr wieder hier begrüßen zu dürfen. Ja? Vielleicht mit weiteren Neuigkeiten. Ja, genau. Das ist ja möglich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wieder.